Also es ist ein Telepräsenzroboter, so heißen die. Double heißt da als Firmenname und meiner heißt Hartmut. Hartmut. Nach welchem Hartmut konkret ist der benannt? Also, der erste Punkt ist tatsächlich konsequent, die Daten unseres Gesamtsystems zu erheben, zusammenzuführen in sogenannten Data Lakes. Das ist nämlich das, was ein Google, was ein Amazon, was ein Baidu macht, wegzukommen von relationalen Datenbanken, hochgradig verteilt, sondern eine systematische Zusammenführung der Daten zu machen. Da, wo wir die Erkenntnisse noch nicht haben, weil Sensoren fehlen, sie bitte schön einzubauen. Also sind eben nicht bei allen Weichenheizungen, sondern bei Teilen von Weichenheizungen. Damit habe ich die Informationen zusammen. Gewonnen habe ich davon aber überhaupt noch nichts, weil ich die Informationen ja erstmal nicht verstehe. Das heißt, die zweite Schicht auf dieser Daten, auf diesem Datenlayer drauf, ist jetzt tatsächlich die Analytik. Big Data Analytics, künstliche Intelligenz, auch ganz klassische alte Verfahren, mathematische, numerische Verfahren, alles miteinander. Aber der große Teil kommt natürlich heute aus der KI, das muss man ganz klar sagen. So, und jetzt habe ich eine Erkenntnisgewinn und weiß, was passiert und warum passiert es und wie ist Korrelation und wie ist Kausalität, so. Und von da aus kann ich in automatische Aktionen gehen. Ja, Zug fällt auf Gleis, warum sagt das Gleis eigentlich nicht Bescheid nach einem Sturm, dass da was drauf liegt? Das wäre relativ einfach lösbar mit ein paar Gewichtssensoren im Gleis. Und dann kann ich von da aus eine Analytik machen und ich kann gleich die Drohne mit der Kettensäge losschicken und den Mitarbeiter aus dem Bett werfen telefonisch. Das sind automatisierbare Prozesse, wenn ich das System kenne. Was übrigens dann in das nächste große Thema einmündet, wenn Sie auf irgendeinen kleinen Online-Shop oder Plattform gehen, dann haben Sie heute ganz oft die Möglichkeit, sich mit Ihrem Google- oder Ihrem Facebook-Account da einzuloggen, obwohl es sich bei der Plattform, in die Sie da gerade rein wollen, vielleicht um einen Hersteller von Kaninchenfutter handelt. Ja? So, das heißt, was Uber oder was Google und was Facebook geschafft haben, ist im Nebeneffekt so eine Art weltweites Single Sign-On mit ihren Accounts zu generieren. Da gibt es in Europa mit Verimi, mit NetID entsprechende Initiativen, die wir unbedingt europäisch vorantreiben müssen. In China haben wir dieses Thema inzwischen auch. Das sind WeChat und Alipay. In Europa fehlen die, beziehungsweise sie werden aufgebaut, aber zu langsam. Das sind europäische Aufgaben, die meiner Ansicht nach dringend von der EU-Kommission gepusht werden müssen. Sonst werden wir auch an der Stelle das Nachsehen haben. Wenn alle sich mit ihrem Facebook-Account irgendwo einloggen, gibt es keinen Grund mehr, einen zusätzlichen anzulegen. Und ich glaube, wir brauchen 3, 4, 5 ausgewählte Pilotprojekte, an denen die Erfahrung der Digitalisierung für größere Bevölkerungsteile deutlich und sichtbar werden. Also man muss keinem Siemens-Ingenieur erklären, dass das jetzt irgendwie ziemlich attraktiv ist, wenn seine Automatisierungsanlage vorher sagt, was hinterher kaputt geht. Da muss keine Überzeugungsarbeit leisten. Aber dass es möglicherweise für uns alle sehr praktisch sein könnte, irgendeine Form von E-Identity zu haben, mit der wir selbstverständlich unseren Personalausweis beantragen, mit der wir unser Auto ummelden, mit dem wir die Briefwahl beantragen, mit der wir Arzttermine vereinbaren können und so weiter. Ich erlaube meinem Arzt, die Daten, die ich bei ihm oder er über mich erhoben hat, einem anderen Arzt weiterzuleiten über ein zentralisiertes System. Wenn man sich mal Estland anguckt mit dieser E-Identity, die die haben, das sind alle großen Dinge, die ich von meinem Staat erwarte. Das ist alles selbstverständlich digital über einen Zentralaccount möglich, unter Berücksichtigung übrigens von europäischem Datenschutzrecht. Ja. Wenn Sie sich vor 20 Jahren an die Schulen Türen gestellt haben und die Kids gezählt haben, die da rauskommen, Sie tun es heute wieder, haben Sie 20% weniger. Ja? Und der Effekt ist ja noch nicht zu Ende. So, das sind die Größenordnungen. Das heißt, wir laufen doch in einen absoluten Fachkräftemangel rein, das sehen wir auch jeden Tag in der Presse. Gleichzeitig sagt Andreas Scheuer, transportier bitte doppelt so viele. Wenn ich jetzt doppelt so viele Züge fahren würde, die habe ich nicht und die Schiene habe ich auch nicht, aber nehmen wir mal an, wo nehme ich eigentlich doppelt so viele Lokführer her? So, und Rangierer und Zugbegleiter, also. Das heißt, wir haben einen unendlichen Bedarf eigentlich an Arbeitskräften. Wenn wir nicht digitalisieren, wenn wir nicht automatisieren, haben wir überhaupt keine Chance, diese Ziele, die wir uns da stecken, zu erfüllen. Immer die Organisationen oder Strukturen, die in einer Welt erfolgreich sind, sind in dem Moment, wo eine neue Revolution kommt oder eine sehr schnelle Innovationsfolge, es möglicherweise nicht mehr. Das ist ja auch ganz klar. Wenn ich der weltbeste Hersteller von Verbrennermotoren bin
Und plötzlich kommt eine Welt daher und sagt, ich will aber Brennstoffzelle, ich will E-Auto. Wer sagt mir denn, dass dieses Unternehmen, was so top ist für Verbrenner, automatisch auch der Beste ist für E-Motoren? Ja, so. Das ist ein ganz normales Phänomen. Der, so ein Platzhirsch-Effekt, der verbunden ist mit dem, was man als Vendor Change in der Literatur kennt. Also sehr, sehr oft ist es passiert in den industriellen Revolutionen, dass eben die, die tonangebend waren bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, es nicht mehr waren, weil sie zwar gut waren, hervorragend waren, in dem, was bisher wichtig war, aber in der neuen Welt nicht mehr unbedingt die Führenden. Und klar kann man sagen, deutsche Automobilindustrie, es gibt keine besseren Autos. Wenn ich mir Auto eher als vorstelle als ein Konstrukt von Maschinenbau und Elektrotechnik. Aber wenn ich mir ein Auto vorstelle als ist im Wesentlichen Computer auf Rädern, dann muss ich fragen, wer kann Computer? Die Räder kriegt da schon dran. Und dann bin ich natürlich bei ganz anderen Firmen, wie einem Google, wie einem Waymo und so weiter. Wenn Mitarbeiter mit einer Idee scheitern, weil so ist das, wenn man experimentiert, 9 von 10 Mal ist man eben erstmal nicht erfolgreich, und dann feststellen müssen, dass sie bei der nächsten Beförderung nicht berücksichtigt werden, dann kann man nicht erwarten, dass diese Mitarbeiter eine große Motivation haben, mit verrückten Ideen zu kommen. Wenn ich mir selber keinen Freiraum für verrückte Ideen lasse oder auch nicht selber mal öffentlich scheitere, okay, habe ich gestern gesagt, habe ich gut gefunden, war eine blöde Idee, machen wir jetzt anders. Wenn ich das nicht tue, dann werde ich auch keine Fehlerkultur in meiner Organisation haben. Und was ich eigentlich nicht möchte, ist, dass wir irgendwo in Berlin oder in Frankfurt so eine Truppe von 500 oder 1000 im liebevollen Sinne Spinnern haben, die mit den verrücktesten Ideen um die Ecke kommen und alle anderen können dafür sorgen, dass diese verflixte Weichenheizung endlich mal tut, was sie soll. Man muss eigentlich dafür sorgen, dass jeder die Innovationen dort machen kann, wo er Experte ist. Wenn ich also jetzt nach diesem Gespräch hier in einer Sitzung in Berlin anwesend sein sollte, dann kann ich das ja logischerweise nicht sein. Jetzt kann ich mich entweder über Telco oder über Vico da einklemmen. Was ist denn Vico? Eine Videokonferenz, ja. Verzeihung. Oder ich nehme halt diesen Telepräsenzroboter. Das ist so ein Segway, so ein fahrender Besenstiel, könnte man sagen. Obendrauf ist ein kleiner Monitor und das ist einfach eine Videowand. Das ist genau wie Videoconferencing, mit dem Unterschied, dass ich diesen Roboter im Raum bewegen kann. Das heißt, ich werde nicht, wenn ich es jetzt mache, von meinem Gegenüber an die Wand geklebt und bin da quasi starr, sondern ich kann diesen Roboter selbst im Raum rumbewegen. Ich kann mich wegdrehen, weil mir die Aussage nicht gefällt. Ich kann mich vergrößern und verkleinern. Ich kann mich also tatsächlich zu Leuten dazugesellen, die sitzen oder stehen. Also es ist ein Telepräsenzroboter, so heißen die. Double heißt da als Firmenname und meiner heißt Hartmut. Hartmut.